Alhamdin Organisation spielt weiterhin die Rolle, die es spielt, um die Fähigkeiten des jemenischen Volk zu kontrollieren, indem er manchmal seine Richtung und seine Erbe stiehlt und durch die Unterstützung des Putsches Milizien an seinem Toten und seiner Verbreitung teilnimmt. Und Alhamdin Organisation hängt im hohen Maß von dem Bestall des Erbes des arabischen Volk ab. Und das haben wir kürzlich in den katarischen Museen gesehen. Darin Inhalte des Erbes des syrischen und irakischen Volkes und anderer umfasst. Und es ist klar, dass er sich hauptsächlich auf die Rekrutierung seiner terroristischen Milizen schützte, die er innerhalb der arabischen Länder aufrief, um das Erbe des Volkes zu stehlen. Und der jemenische Blitzkünstler Raftan Mohammed deckte Alhamdin Organisation auf und beschuldigte die Katar-Geschäfte vor bildenden Kunst wegen der Bestahl von Gemälde von Künstlern aus dem Jemen. Und er erklärte in einem Bericht über Facebook veröffentlicht, dass er am 2010 Jahrhundert die Übertragung von 33 Bildern sehen, um 18 Künstler und Ballastik-Künstler, der Mitglieder von Bitalvin Intaz zu nominieren, um eine Ausstellung jemenischer Künstler im Katar zu veranstalten. Aber die Bilder sind seitdem nie mehr zurückgekehrt. Und Mohammadi erzählte die Geschichte und sagte, dass Doha eine Ausstellung im Ende September 2010 Jahrhundert unter dem Titel Doha ist die Quelle der arabischen Kultur eingerichtet hat. Und Doha hat arabische Künstler aus verschiedenen Ländern beherbergt. Dann einigten wir uns darauf, um für Künstler zu reisen, um alle zu vertreten. Und reisete tatsächlich. Und es war die Ausstellung in Anwesenheit des verstorbenen jemenischen Botschafters Abdul Malik Said, der Präsident des Verbandes der Geschäftsleute Prinz Faisal und einer großen Anzahl von Teilnehmern. Und er fügte hinzu, 5 Tage später kehrten wir nach dem Plan in dem Jemen zurück, der vorsah, dass die Ausstellung am Sitz des Vereins im Kulturbezirk Katra 10 Tage dauert. Nachdem werden die Bilder von Yemeni Airlinie zurückgesendet. Und er sagt, trotz meines persönlichen Kontakts mit dem Präsidenten der Katar-Geschäft für bildende Kunst Yusuf Al-Saada mit dem Ziel, um die Bilder bis Ende 2018 Jahrhundert zurückzugeben, war seine Reaktion schockierend. Und er weiß nicht dies über unsere Bilder.